Sie sind bunt, fantasievoll und mit einer Botschaft versehen. Über 50 kreative Holzkisten laden derzeit in Rostock zum Verweilen ein. Unter dem Motto Kistenkunst lasst Rostock zusammenwachsen, hatten das Amt für Stadtgrün und die Freudestifter der Hanseatischen Bürgerstiftung zum Mitmachwettbewerb aufgerufen. Und die Resonanz war groß. Schulen, Vereine, Unternehmen, Begegnungszentren und Privatpersonen haben ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Auch das Rostocker Konservatorium hat sich beteiligt und einen Baum der Musik geschaffen. Diese einzelnen grünen Kugeln sollen eben die verschiedenen Begriffe der Musik darstellen. Laut, leise, gelassen und blasen. Also es sind so ganz unterschiedliche Begriffe, die auf den Kugeln, gerade auf den grünen Kugeln zu sehen sind. Auf den Fendern, die an der Kiste hängen. Wir sollen halt zeigen, dass wir festmachen, wir sind da und unsere einzelnen verschiedenen Musikinstrumente, die Angebote, die man lernen kann, und zum anderen eben auch, wie zum Beispiel Zwergenmusik, wir haben ja auch elementare Musikpädagogik im Angebot und soll einfach mal unser Angebot einfach erläutern, was wir haben. Und unsere Blumenwiese soll eben auch zeigen, dass wir für die Bienen, das ist ja auch das Thema unter anderem Umwelt gewesen, und die Bienen sollen eben auch so ein bisschen Musik machen für uns in Rostock. Die andere Stadtraumausstellung wurde am 1. August am Kröpeliner Tor eröffnet. Hier stehen nur einige der 52 Kisten. Es gibt noch 9 weitere Standorte, die zu einem Rundgang durch die Stadt einladen. Zum Beispiel am Stadthafen oder beim Neuen Markt. Die Kisten wurden in der Behindertenwerkstatt Michaelwerk angefertigt und dann den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Die Kunstobjekte drehen sich vor allem um das Thema Umwelt- und Naturschutz, aber auch andere Themen, die die Stadtgesellschaft bewegen, werden angesprochen. Für die Umsetzung des 25.000-Euro-Projekts zur Innenstadtbelebung haben sich viele Partner und Sponsoren gefunden. Uns und mir als Amt für Stadtgrün ist es wichtig, dass so eine Stadt auch wirklich lebt und belebt ist. Und die Frage ist einfach, wie gestaltet man Orte und was brauchen die Menschen hier in dieser Stadt, auch unsere Gäste, um sich wohlzufühlen. Und da muss man mit dem Ohr an den Menschen sein, und das soll diese Ausstellung auch bringen. Also dass wir wissen, wie tickt die Stadtgesellschaft, und durch diese Bänke, die wir haben als Begegnungsbänke, wollen wir mit den Menschen ins Gespräch kommen. Sie sollen aber auch untereinander ins Gespräch kommen. Und dieses Echo nehmen wir auf und wollen einfach die Stadt noch schöner machen, als sie jetzt schon ist. Natürlich soll die schönste Kiste auch öffentlich prämiert werden. Jeder Passant kann über einen QR-Code seine Stimme für die Lieblingskiste abgeben. Die beste Kiste bekommt 500 € Prämie, um damit ein gemeinnütziges, kreatives Projekt zu unterstützen oder für die Klassenkasse einer Schule oder halt auch für einen Pflegestützpunkt, das da unterstützt werden kann. Ich denke, das ist dann auch gut angelegtes Geld. Aber auch auf der Internetseite www.kistenkunst.de kann jeder für seinen Favoriten voten. Die Prämierung ist für den 22. August geplant. Bis dahin hoffen die Rostocker, dass die kleinen Kunstwerke noch lange unbeschadet die Stadt verschönern.